Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu CSGO Overwatch. Wir haben hier einen Suspect auf Mirage und kein Feind, der auf Mitte steht. Ich bin noch minimal müde. Für alle, die gestern im Stream dabei waren und vor allem die lange mit dabei waren, die wissen, dass wir bis ungefähr 5. Haben wir bis 5 gestreamt? Oh Gott, das war glaube ich echt 5. Wir haben es brutal übertrieben. Warum ist da ein Bot im Gegnerteam? Warum sind da Bots? Haben die etwas schon aufgegeben? Lass mich mal ganz kurz gucken, wie der Scoreboard so steht. Warte mal. Gott, wie der rumleckt. 22,8, okay. Zwei Bots, die geben innerlich schon auf. Da ist wohl was im Busch. Oder es sind Heulsusen. Wir müssen gucken. Ich habe leider gerade beim ersten Kill nicht wirklich aufgepasst, aber ab jetzt bin ich fokussiert und erzähle trotzdem ganz genüsslich über den gestrigen Stream. Es war richtig amazing. Wir hatten am Anfang des Streams... Okay. Ich denke, da ist vielleicht eine kleine Wallung am Start. Wir haben am Anfang des Streams 79 Abonnenten gehabt und ich habe gesagt, Leute, bei 85 haue ich das nächste Knife raus. Und was hatten wir am Ende vom Stream? 93. 93! Ihr seid wahnsinnig. Also, es hat am Anfang oder zwischendurch hat jemand gefragt, ob wir wollen die 100 diesen Monat knacken und ich sage, vielleicht. 93. Richtig, richtig krass. Wie sieht's mit der Aim-Unterstützung aus? Gott, dieses... Also, wir haben es doch gerade letztens auch ein Video davon gehabt, im letzten Overwatch, glaube ich, dass nur noch Silber, also scheinbar nur noch Silber-Leute cheaten, weil diese gesamte Spielweise, das Movement, das Crosshair-Placement und so weiter ultra fucking bad ist. Das sieht gerade so komisch aus, oder? Er guckt schon wieder so niedrig, wir müssen jetzt mal noch kurz nach dem Aim gucken, ob das eben richtige Shots waren, ob das ganz normale Flicks waren. Ist das vielleicht so ein Silent, haben wir da ein Silent Aim am Schlüssel? Achtung, ich mache es gleich nochmal langsam, B ist clear. Er geht über BRB von hinten ran. Na. Warum kann er nicht einfach... So, passt auf. Also er weiß ja jetzt, dass hier einer... Man sieht die Maus gerade nicht. Er weiß, dass da links einer steht. Ah, der ist runtergesprungen, alles klar. Und holt die von hinten. So, jetzt ist die Frage, wo geht der hin? Komm. Das war schon mal kein Hit. Ist das Silent? Ein Silent Aimer? Kann das sein? Wir warten mal noch ganz kurz. Mir fehlt dieser endgültige menschliche Flick. Fehlt mir so ein bisschen. Ja, die Nate kommt natürlich nice, ne? Aber, oh Gott. Gut, den hat er geholt. So, machen wir hier nochmal langsam. Wir haben gestern auch einen Overwatch im Livestream gemacht. Wow. Also ich glaube, er lockt da auch so ein bisschen ein, oder? Wir haben gestern auch ein, was war denn das? Im Livestream Overwatch gemacht, so wie wir es früher gemacht haben. Früher haben wir des Öfteren im Livestream zusammen overgewatcht und halt dann zusammen entschieden live, ob er jetzt cheatet oder nicht. Das war mal wieder eine echt nette Sache. Also vor allem schön gemütlich einfach hinsetzen und gemütlichen Overwatch machen, Chillemille und so. Und wir haben die ultra krassen Maps gespielt. Was haben wir? Wir haben Canals gespielt. Canals. Und Office. Auf Office haben wir sogar einen Draw geholt. Ziemlich. Da habe ich auch einen Ace gemacht. Das war sehr nice. Das muss ich noch raussuchen. Oder zumindest klippen. Leider waren da nicht mehr so viele da. Doc Holiday war da noch da. Also live gerade im Chat. Und er kann aber nicht klippen, hat er gesagt. Er weiß nicht, wie das geht. Oh, shit. Wir haben um 4 Uhr morgens haben wir noch 16 Zuschauer gehabt. Das waren zwar immer nur 2-3 aktiv im Chat, klar, weil die meisten sich halt hinlegen und den Stream laufen lassen, was ja auch richtig edel ist, damit schön die Zuschauerzahl hochgehoben wird oder oben bleibt. Aber ja, 16 Zuschauer, 4 Uhr morgens. Das läuft bei uns. Also, wie gesagt, den Waller hat er zu 100%. Er weiß ganz genau, wo die Leute stehen. Er rennt dann durch an Stellen durch. Er aimt schon mal rein. Bei dem Silent Aim, es sieht schon irgendwie, also diverse Sachen sahen nach Aimer aus. So wie... Also manchmal nutzt er ihn halt einfach nicht. Er schaltet ihn dann einfach ab und an nicht an. Ich denke, er hat ihn auf der Taste und tipp, drückt halt drauf, um ihn zu nutzen. Und ab und an macht er, oder versucht er halt, seine Silvershots zu machen. Ja, ich würde sagen, ich würde jetzt in dem Fall sogar tatsächlich auf beides plädieren. Und zwar auf den Wallhack und auf die Aim-Unterstützung, die er sich manchmal hinzuschaltet. Jetzt nicht. Bye bye. Oh. Was für ein Kacknoob, Alter. Das ist echt abnormal. Wie fucking bad der ist.
Hat es eben kurz gezuckelt beim letzten Schuss, kann es sein, dass es kurz so gewackelt hat. Da hat er dann zugeschaltet. Ja, also ich denke, dem kann man doch getrost beides geben. Er wird eh gebannt, klar, wegen dem Wallhack. Der wird zu 100% zutreffen. Dieses, der Aimer, der geht, also der darüber hinausgeht, das ist jetzt halt die Frage. Das betrifft dann meinen Overwatch-Rank, aber ich glaube, ich bin da sehr, sehr gut gelistet. Kriege auch ständig diese Nachricht, hey, gute Arbeit, hier sind Zusatz-XP und sowas. Also scheinbar liegen wir sehr oft genau richtig. Und ja, da bin ich auf jeden Fall auch der Meinung, dass er ab und an, er ruckelt auch manchmal. Hat er so einen hohen Ping oder was? Sind die Pings hier drin korrekt? Sind das die Original-Pings? 25, 24, Oder die Demo hängt halt. Vorhin hingen sie auch bei dem Shot durch die... Habt ihr das gesehen, wie er am Schluss dann kurz so drauf geht? Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das mit der Hand macht, so kackig wie der spielt. Er kriegt ja noch nicht mal die leichtesten Nades geschmissen. Und dann soll er so reinhauen? Ich glaube nicht. Der letzte steht da jetzt... Ist er im Spawn oder in dieser Ecke? Oh, Spawn. Ja, gesagt, bloß er will jetzt gerade versuchen zu hiden. War das jetzt eben ein Versuch, so zu zeigen, ich weiß nicht, ob der AFK ist. Vielleicht ist er da auch, da ist er ja. Nee. Das glaube ich ihm jetzt nicht. Hör auf, behindert zu sein, das machst du mit der Maus zu kacklurig. Hör auf. Will er jetzt noch extra die Overwatcher ärgern, dass er ihm schlecht wird? Gestern hatten wir in diesem Livestream Overwatch, hatten wir einen Suspect und bei ihm im Team war ein Spinbot dann. Das sah einfach so edel aus, wie er sich weggeht, so durch die Map gedreht hat. Das ist echt ein Kacknoob hoch 10. Dafür will ich ihm jetzt nicht zwingend Grief geben, weil das halt auch... Also es war sicherlich nicht geplant, dass er da voll auf seine Mage schmeißt. Jetzt ist die Runde fertig, okay. Aber das zeugt doch wieder von seinem unvorhandenen Skill, oder? Lächerlich. Also, Vacation ist da, wegen Vision Assist. Aber ich denke, der Aim Assist, der wird dann nochmal... Der wird nochmal mit reindrücken. Also, jemand, der so spielt, es muss jemand in der Silber-Elo sein, der dann einfach ab und an diese Flicks macht. Also, das waren jetzt einige. Es waren jetzt zwar nicht nur Headshots, aber... Oder waren es nur Headshots? Nee. Es waren auf jeden Fall einige Headshots und viele, die halt gerade zum Ende hin so gelockt sind. Nee. Nicht mit uns. Nicht mit uns, mein Freund. Ciao, ciao. Der ist jetzt weg. Gut. Vielleicht hauen wir noch einen kleinen Skinnerino raus. Was ist hier los? Ah, Leute, wir hauen ein kleines Graffiti raus. Vielen Dank übrigens für diese Spende. Die kam vorhin noch rein. Ich würde sagen, diesen grünen Geldschein, der ist es. Der geht jetzt raus. Schreibt einfach nebenbei, so dass es die anderen gar nicht merken, was hier los ist. Am besten so unter euren Kommentar, der bereits da wahrscheinlich schon steht. Schreibt vor Weihnachten. Aber ganz unter euren Kommentar, sodass man das nicht sieht, dass man auf mehr anzeigen muss. Aber auch nicht so weit. Ich will nicht so weit scrollen müssen. Ach fuck, wahrscheinlich macht ihr jetzt alle... Naja, egal, Leute. Vielen Dank, ciao, ciao.